Hallo zurück im Küchengarten. Ich bin Katharina und wie ihr wisst, gärtnere ich nicht nur im Sommer draußen in meinem Hausgarten, sondern auch hier herinnen über die dunklere und kältere Jahreszeit mit meinen Zimmerpflanzen. Das ist schon seit vielen Jahren mein Hobby. Ihr kennt mich vielleicht vor allem wegen meinen Orchideen, aber über die Jahre sind auch viele andere Arten von Zimmerpflanzen dazugekommen. Heute möchte ich euch im Speziellen zeigen, wie ich meine Zimmerpflanzen gut über den Winter bekomme, weil da ist doch einiges zu beachten. Und es gibt auch noch ein Unboxing zu diesem Thema, das wirklich total praktisch und toll für mich genau rechtzeitig auf mich zugekommen ist sozusagen. Viele Zimmerpflanzen kommen natürlich aus dem tropischen Raum Asiens, Afrikas und auch Südamerikas und ihr könnt euch vorstellen, dass dort die Bedingungen, die Lebensbedingungen natürlich komplett anders sind als bei uns. Im Haus herinnen sind diese Pflanzen allerdings wieder wunderbar geeignet, denn hier sind die Klimabedingungen, es ist immer viel wärmer als draußen, denn so können sie auch die kalten Monate unbeschadet überleben. Großes Thema in den Wintermonaten ist allerdings einerseits die Luftfeuchtigkeit und andererseits das Licht. Sprechen wir zuerst über die Luftfeuchtigkeit. Da es draußen ja bei uns in unseren Breitengraden sehr kalt wird, müssen wir hier herinnen natürlich heizen. Und die Heizungsluft ist sehr trocken. Das heißt, im Vergleich zum Sommer werden in unseren Häusern die Luftbedingungen sehr trocken. Was natürlich auch für uns selbst nicht so gut ist, da wir anfälliger für Schnupfen, verstopfte Nase etc. werden. Und genauso ist es auch bei unseren tropischen Pflanzen. Die sind teilweise sogar eine höhere Luftfeuchtigkeit als wir selbst gewöhnt. Die sollte schon so zwischen 50% und 60% leben. 45% bis 60%, also die Pflanzen können sich recht gut an unsere Verhältnisse anpassen. Aber ich habe beobachtet, dass gerade im Winter die Luftfeuchtigkeit hier bei mir auf 35% fällt. Und das ist natürlich jetzt nicht so ideal für die Zimmerpflanzen. Sie wachsen dann nicht mehr so gut und sie werden auch anfällig für Schädlinge wie Schildläuse, Spinnenmilben. Das ist vor allem auch ein großes Thema bei euren überwinternden Zitruspflanzen. Wenn da die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, dann habt ihr sofort Spinnenmilben dran. Und genauso ist das auch bei unseren tropischen Zimmerpflanzen. Ich habe mir da so kleine viereckige Helferlein besorgt, die kosten kein großes Geld und die zeigen mir an, in welchen Bereichen, wo ich meine Zimmerpflanzen stehen habe, wie die Temperatur ist und auch wie die Luftfeuchtigkeit ist. Und das ist total spannend, wie das an verschiedenen Standorten im selben Raum variiert. Je nachdem, ob dort vielleicht ein Gang ist, wo ein bisschen Durchzug ist, ob ein Fenster ist, das nicht so gut abdichtet, oder ob die Pflanze in der Mitte des Raumes steht, wo es wunderbar angenehm warm ist. Ich habe also während der Wintermonate damit angefangen, meine Zimmerpflanzen, weil ich habe doch schon eine beachtliche Sammlung, mit Luftbefeuchtern zu verwöhnen. Meine Zimmerpflanzen stehen größtenteils hier bei uns im Wohnzimmer, aber auch bei unserem Esstisch, weil da habe ich so eine schöne Fensterbank, die nord- und ostseitig ist. Und das ist natürlich für das indirekte Licht, was gerade die Orchideen brauchen, wunderbar. Und über die letzten Wochen habe ich auch immer mehr unten in meinem Büro, in meinem Studio, wo ich filme, wo ich arbeite. Und dort mache ich auch das meiste Umtopfen. Und dort habe ich auch die Pflanzen in Quarantäne, wenn ich sie neu geliefert bekomme oder sie neu gekauft habe. Ich zeige euch mal schnell, was für Luftbefeuchter ich da habe. Hier im Wohnzimmer hinter unserem Sofa, wo ich viele meiner Orchideen habe. Dieses Fenster geht nämlich hier nach Osten raus. Habe ich einen recht großen Luftbefeuchter. Der ist sehr gut. Der reinigt die Luft auch und hat bis jetzt hier das gesamte Zimmer versorgt. Das Einzige, was mich hier stört, der hat da drinnen so viele Lamellen. Die sind etwas umständlich zu putzen. Und auch der Wassertank hier hinten ist etwas klein, also da muss ich täglich nachfüllen. Hier in unserer Essecke,
Die kennt ihr wahrscheinlich schon aus diversen Orchideenvideos. Habe ich auch noch sehr viele Orchideen. Und hier hinten in dieser düsteren Ecke könnt ihr einen weiteren Luftbefeuchter sehen. Der ist natürlich nun recht klein, weil dieser Raum auch nicht so besonders groß ist. Der schafft es eigentlich recht gut. Wenn der läuft, schaffe ich eine Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Smiley findet es jetzt nicht so super. Meine Pflanzen, meine Orchideen finden das toll. Die Temperatur ist interessant, weil das sind natürlich hier diese großen Fenster. Und die sind alt. Die sind an die 40 Jahre alt. Und die, schauen wir noch darüber, die sind riesig, geben super Licht für meine Orchideen, aber natürlich dichten die überhaupt nicht gut ab. Meine Orchideen scheint das aber im Winter nicht zu stören. Ich habe trotzdem immer eine reiche Blüte und keinerlei Kälteschäden. Ich passe allerdings immer auf, dass die Blätter oder Blüten die kalte Scheibe nicht berühren. Hier herunten in meinem Büro arbeite ich lediglich mit so einem kleinen Reiseluftbefeuchter. Also der ist wirklich nur ganz klein und das kann man rauf und runter klappen hier. Man kann aber keine Stärke einstellen. Das dampft hier einfach überall hin. Und das ist hier einfach eine PET-Flasche, die man hier oben reinstellen kann mit einem Adapter. Solange ich nicht viele Pflanzen hier unten hatte, war das eigentlich auch genug. Aber es wird halt immer mehr. So bin ich zu dem Schluss gekommen, ich muss mir einen neuen Luftbefeuchter kaufen, damit ich da ein bisschen rangieren kann und die Verhältnisse der Luftbefeuchter zu der Größe der Räume und der Menge der Pflanzen anpassen kann. Also könnt ihr euch nach meinen Erzählungen jetzt wirklich vorstellen, wie ich mich gefreut habe, wie mich eine Firma kontaktiert hat, mich gefragt hat, ob ich einen Luftbefeuchter brauche und ob ich den gerne für sie testen würde und euch zeigen. Deswegen ist hier auch irgendwo eingeblendet Werbung, weil ich habe diesen Luftbefeuchter tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen. Könnt ihr euch meine Überraschung vielleicht vorstellen, weil mein Kanal ist ja eigentlich recht klein und das ist auch das erste Mal, dass mich jemand mit sowas kontaktiert hat. Trotzdem, was natürlich wichtig ist, meine Meinung ist nicht käuflich und auch wenn ich den zur Verfügung gestellt bekommen habe, ich darf und kann trotzdem meine freie Meinung sagen. Lucke, bist du auch begeistert? Und euch natürlich wirklich und ehrlich sagen, was ich von dem Gerät halte. Aber ich hätte nicht zugestimmt, wenn ich nicht vorher schon auf der Amazon-Seite dieses Herstellers von den Spezifikationen, dass das Gerät hatte, wirklich begeistert wäre, weil ich will es ja nachher auch verwenden. Also das ist ja nicht so, dass ich mir einen Blödsinn zuschicken lasse. Auf jeden Fall, dass der Karton ist riesig, deswegen sitze ich jetzt hier auch in meinem Wohnzimmer, da habe ich mehr Platz. Machen wir das jetzt mal gemeinsam auf. Lucke, ja, hilfst du auch? Okay. Holen wir das mal raus. Also der Überkarton ist eigentlich viel kleiner. Das ist anscheinend das Gerät. Der Karton ist hier ja riesig. Macht aber nichts. Kann ich in meinem Garten verwenden. In meinem Kompost. Ja. So, zweites Unboxing. Hätte ich vielleicht vorher mal nachschauen sollen, aber ich wollte mit euch das erleben. Da sieht man zum Beispiel schon mal auf der Verpackung, das Gerät ist von Lazidol Ultrasonic Humidifier. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ein riesiger Pluspunkt, warum ich mich dafür entschieden habe, dieses Angebot anzunehmen, ist, ihr seht es hier schon, 16 Liter Wassertank. Oh, herrlich, das heißt, da muss ich sicher mal 3-4 Tage nicht nachfüllen.
Hoppala. Jö. Na, das ist passgenau. Jö. Also. Boah, wie hasse ich dieses Sagex. Das macht immer so einen Dreck und ist auch nicht so gut zu entsorgen. Okay. Das Design ist sehr schön. Dreh das mal für euch. Eine Fernbedienung war dabei und ein Reinigungsschwamm. Und natürlich eine Gebrauchsanweisung. Ich glaube, die werde ich mir mal durchlesen, bevor ich an dem Teil irgendwas mache. Natürlich Garantie. Ein Jahr Garantie. Ein Heftchen Gebrauchsanweisung und sie ist auch nur auf Englisch. Muss man vielleicht beachten, wenn man nicht so gut Englisch spricht. Aber sonst ist sie sehr ausführlich und gut bebildert. Das heißt, das sollte auch wieder helfen. Ich werde mir die jetzt mal in Ruhe durchlesen und das Gerät fachgemäß zusammenbauen, sodass ich es in Betrieb nehmen kann. Und was habe ich hier? Einen Druckverschlussbeutel, den ich natürlich nicht wegwerfe, sondern zur Anzucht von Samen verwende, die schwierig keimen. Schaut euch doch mal mein Video an über die Chili- und Paprika-Anzucht. Das Zusammenbauen war wirklich sehr einfach. Da musste ich nur ein bisschen Plastik entfernen, was anscheinend zum Schutz über der Pumpe und dem Schlauch war. Das Wasser in den Luftbefeuchter habe ich mit einer Gießkanne eingefüllt, weil 16 Liter, da brauche ich dreimal von meiner 5 Liter Gießkanne. Kann man von oben und auch von unten einfüllen, sehr komfortabel. Es gibt auch noch die Möglichkeit, den Luftbefeuchter mit ätherischem Öl zu verwenden. Finde ich ganz toll, wenn man es im Schlafzimmer verwendet zum Beispiel oder während der Erkältungszeit. Das Design ist sehr schlicht und einfach, das gefällt mir wirklich sehr gut, sehr modern. Man kann den Luftbefeuchter sowohl über den Touchscreen bedienen, als auch mit der Fernbedienung. Man kann die Laufzeit des Luftbefeuchters mit einem Timer regeln oder bis eine gewisse Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Das stellt ein Sensor fest, dann schaltet er automatisch ab. Es gibt auch noch drei Stufen von Dampfstärke. Ich habe hier die schwächste genommen, weil mein Raum ja nicht so riesengroß ist. Das einzige Manko an dem Ganzen ist, dass der Dampf lediglich kühl ist. Ich hätte einen warmen Dampf bevorzugt, weil meine tropischen Pflanzen natürlich eine warme Luftfeuchtigkeit gewohnt sind. Aber das ist eine Kleinigkeit. Der alte Luftbefeuchter hat seinen Platz jetzt bei meiner Anzuchtstation gefunden und ich freue mich riesig, dass ich auch dort in diesem Jahr eine bessere Luftfeuchtigkeit bieten kann. Das zweite große Thema für Zimmerpflanzen im Winter ist die Beleuchtung, ist die Lichtmenge, die sie bekommen und auch am Südfenster, wo ja die größte Sonneneinstrahlung während der Sommerzeit ist, beginnt die Lichtmenge erst wieder ausreichend zu werden im März. Das heißt, über diese dunkle Jahreszeit hinweg gebe ich sehr gerne zusätzliches Licht oder auch natürlich in sehr dunklen Zimmerecken, denn ich habe nicht überall große Fenster, aber ich möchte gerne recht viele Plätze mit Pflanzen dekorieren und begrünen und auch dort arbeite ich mit künstlicher Beleuchtung. Natürlich ist das kein Muss, das ist nur ein Tipp von mir. Mit weniger Licht würden die Pflanzen einfach ihr Wachstum einstellen und dann erst wieder weiter wachsen, wenn die Tage wieder heller werden. Bei manchen Zimmerpflanzen ist auch die Maserung der Blätter von der Lichtmenge abhängig. Ich habe da sehr schöne Efeututen, die eine wunderbare Musterung auf den Blättern haben. Und je mehr indirektes Licht die bekommen, desto schöner ist diese Musterung. Hier hinter mir seht ihr so ein anklippbares Pflanzenlicht. Da
Das finde ich sehr praktisch. Das kann ich einfach dort, wo ich es brauche, hinklippen. Und wenn ich es dann im Sommer nicht mehr brauche, kann ich es einfach wieder versorgen oder an einen anderen Ort hängen. Diese Schwanenhälse sind dehnbar. Das heißt, ich kann sie näher oder weiter weg oder in verschiedene Richtungen drehen. Finde ich sehr praktisch und hat sich bei mir sehr gut bewährt. Die nächste Art Beleuchtung seht ihr hier in meinem Regal. Das ist ein ganz normales IKEA-Billigregal ohne Türen. Und da habe ich mir so Beleuchtungsplatten gekauft. Meine nächste Beleuchtungsart, die ich erst dieses Jahr installiert habe, ist hier in dieser Ecke. Das ist eine dermaßen dunkle Ecke, da konnte ich nichts Lebendes haben. Und deswegen habe ich mich hier da oben für so ein Growlight entschieden. Das ist einfach eine Glühbirne, die eine starke Lichtquelle ist und die bestrahlt quasi hier den ganzen Bereich. Ich habe mir aber die meisten meiner Philodendren als Babypflanzen gekauft, also wirklich teilweise nur so groß. Erstens sind sie da richtig schön billig und zweitens geht es für mich bei diesem Hobby ja darum, dass ich diese Pflanzen wachsen sehe, reifen sehe und das macht mir viel Freude, dass ich das zustande bringe und es schaffe, dass diese Pflanzen groß und lasch werden, weil schon als große erwachsene Pflanze kaufen, das kann ja jeder. Hier habe ich auch noch ein ganz interessantes Pflanzenlicht. Das kann man hier einfach in die Erde reinstecken. Das ist so ein metallischer Teleskopstab. Also das kann auch variiert werden, je größer die Pflanze ist. Und das kann man somit auch ziemlich einfach an dem Platz stellen, wo man es braucht. Und hier gibt es nicht nur dieser hängenden Pflanze Licht, sondern geht auch hier bis hinunter. Das ist ja hier meine Juwelorchidee und versorgt diese auch noch. All diese Lichter, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, haben auch eine Zeitschaltuhr. Und die kann man dann zwischen 4, 6, 12 Stunden einstellen und dann geht das Licht jedes Mal wieder automatisch an und wieder aus. Hier noch kurz die Lichter bei meiner Anzuchtstation. Das sind so Lichtstreifen, die haben auch nicht besonders viel gekostet und die habe ich hier einfach auf Bambusstöcke aufgeklebt und die hängen jetzt hier über meiner Bierbank, wo ich immer meine ganze Anzucht stehen habe. Schön, dass ihr heute mit dabei wart auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich konnte euch etwas erklären und zeigen, dass euch das Leben mit euren Zimmerpflanzen im Winter etwas leichter macht. Ich habe mit diesen einfachen Maßnahmen große Erfolge und sie belohnen mich mit einem reichlichen Blattwerk und auch die Orchideen vor allem mit einer tollen Blüte während dieser dunklen Jahreszeit. Erzählt mir doch gerne unten in den Kommentaren, was ihr für Zimmerpflanzen habt, was ihr am liebsten mögt. Da finde ich den Austausch immer total großartig. Ich wünsche euch viel Freude mit euren Zimmerpflanzen und würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier auf meinem Kanal im Küchengarten. Bis dann!